Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Two World 2. In der letzten Folge, ja, da haben wir uns hier in diese Schlucht begeben, wo wir auf diese neuen Kreaturen getroffen sind, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, Taila, oder wie man die ausspricht, ich habe ja keine Ahnung, ja, und die treten ja auf jeden Fall in sehr großer Anzahl auf. Was haben wir denn hier? Altar von Yatalon. Keine Ahnung, was der bringt. Immer schön ablenken. Ja, jetzt hat er mich natürlich gesehen. Gut, so viel Schaden machen sie nun auch nicht. Ach, diese blöden Insekten. Schauen wir mal. Insekten sind irgendwie in dem Spiel so das Nervigste, was geht. Alter, und da sind noch übelst viele. Ich glaube, gegen die alle will ich gar nicht kämpfen. Muss ich aber so, wie es aussieht. Ab. So, den haben wir und da haben wir die andere Seite der Map gesehen. Oh, Drecksviecher, die Viecher. Da geht's wahrscheinlich lang, oder? Geht's denn hier lang, bitte? Cooles Drachen, Toll. Ja, der sieht mich natürlich gleich wieder. Bringen wir es hinter uns. Hol doch mal deine andere Waffe raus. Ich drücke hier die ganze Zeit wie ein Bekloppter. Nee, macht's aber nicht. Der Tritt bringt irgendwie überhaupt nichts. Vor allem bei den Viechern nicht. Mann, oh Mann. Kommen wir hier lang? Nö. Warum auch? Da ist ein Teleporter. Aha. Warum dreht er sich in die... Nee. Manchmal die Logik. Ugh.
komm, geh drauf. So, das war's. Ach. Manchmal ist es echt ein Krampf mit denen. Ich mag die jetzt schon nicht. Ach, da geht's ja doch lang. Oh, hätte ich mir das auch sparen können. Ach du Schande, was ist das denn? Was ist das denn? Ich frag mich, regeneriert er sich auch mal? Ach, mit Waffe gezogen kann der sich nicht regenerieren. Aha. Okay, dann warte ich erstmal, bis ich volles Leben habe. Dann hole ich mir diese Kreatur da hinten. Keine Ahnung, was das auch sein möge. Das scheint aber ein großer zu sein. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist denn für ein Drecksvieh? Wo bist du denn hin? Oh, es ist aus deinem Bereich raus, das tut mir aber leid. Ich mich wieder bewegt habe. Zum Glück nicht so viel Schaden. Hält aber auch einiges aus. Na, also. Was für eine hässliche Kreatur, ey. Was für eine hässliche Kreatur. So, jetzt will ich aber die Schuppe haben hier. Wo ist sie denn? Eine Leiche? Mit Skillbuff des mentalen Angriffs? Okay. Mann, wo haben wir das ganze Zeug her? Bestimmt eine Magier-Gilde gefunden. Trotzdem. Ah. Hier haben wir den Drachenzahn. Natürlich beim Kopf des Drachen. Ist ja logisch eigentlich. So, aber die Truhe nehme ich jetzt auch noch mit. Das kleine Nebenverdienst. Fuck. Nein! Mann, was soll das? Alter. Wie dumm einfach. Das ist nicht so gut. Und dann zerbreche ich da noch einen Dietrich. Dann kriege ich einen Dietrich wieder. Ich habe so ab 3 Dietrichen kriegt man immer wieder einen Dietrich zurück. Aber Bastardschwerter sind auch nicht so geil. Muss ich ja sagen. Schwerer Morgenstern. Den hat 272. Das ist ein neuer, ja. Wie kann man den zerlegen eigentlich? Wenn sich die gleichen Waffen doch stacken würden, das wäre eigentlich ganz geil. So, und jetzt können wir den Drachenzahn ja vorbeibringen. Theoretisch. Zum Magier, zum Detus. Wie er auch ausgesprochen wird, ich habe ja keine Ahnung.
Dann auf zur Magiergilde. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen und Klappe. Ich will das gar nicht hören. Hast du, worum ich dich gebeten habe? Ich hab ihn. Wunderbar. Ich hab mir schon Gedanken über dich gemacht. Gut, dann können wir anfangen. Ich habe Nachricht vom Captain. Alles ist vorbereitet. Vorbereitet für was? Komm mit. Ich will dir etwas zeigen. Okay. Oh, okay. Folge mir. Tue ich. Ist auch alles bereit, Fell? Ich denke schon. Was? Warum alle Charaktere beim Langsamlaufen schneller sind als wir? Ich weiß nicht, muss ich da noch eine spezielle Taste drücken? Dass der immer ein bisschen schneller laufen kann? Und da haben wir auch den Captain wieder. Was ist das? Gib mir den Drachenzahn und du wirst es sehen. Was ist das denn? Ja, Synchronisation schwächelt an dieser Stelle hier. Das ist natürlich nicht so toll. Meine Befürchtung. Okay. Das ist schon ein bisschen buggy hier an der Stelle. Alles in Ordnung? Was sind das für... Das, mein lieber Freund, sind Verita-Golems. Es ist sehr schwer, sie unter Kontrolle zu halten. Und noch schwerer ist es, welche zu erschaffen. Besonders unter den gegebenen Bedingungen. Dafür braucht der Captain also Verita. Wofür sind sie denn gut? Mach Gebrauch von deiner Vorstellungskraft. Die Stadt Gandohars Kontrolle zu entreißen? Das würde ihn nur dazu veranlassen, noch mehr seiner Schergen zu schicken. Nein, der einzige Weg, den Würgegriff des Tyrannen loszuwerden, ist, den Grund für die Anwesenheit seiner Leute zu beseitigen. Die Minen? In der Tat. Außerdem... Warum sollten wir uns selbst irgendwelchen Risiken ausliefern, wenn Verita sich offenbar ganz gut selbst verteidigen kann? Das ist brillant. Ja, nicht wahr? Wie hast du das ganze Material für sie zusammengekriegt? Ich schätze, hier sind wir Gorlak wirklich zum Dank verpflichtet. Und wenn Fell und seine Männer die Höhlen nicht entdeckt hätten, wäre es kaum möglich gewesen. Sie haben die Golems mit Hilfe der Flüchtlinge aus den Minen zusammengefügt. Aber der Drachenzahn
ist der eigentliche Schlüssel. Beeindruckend. Aber warte mal, Fel? Felonon ist mir nie wirklich leicht von der Zunge gegangen. Und all das nur, um in den Turm zu gelangen? Wir müssen Gandorhas Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken, wenn du Erfolg haben sollst. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Schutzzauber um seinen Turm mit ihm in Verbindung stehen. Wenn sie ihre Kraft direkt von ihm beziehen, besteht unsere einzige Chance darin, seine Konzentration zu zerstreuen. Wieso weißt du das alles? Oh, ich habe viele Jahre versucht, herauszufinden, was Gandorha in seinem Turm aufbewahrt. Ich habe hierfür einige Abenteurer eingespannt. Auch unseren Freund Felonon, als er noch jünger war. Gandorhas Methoden sind mir kein völliges Rätsel mehr. Und es hat eine Zeit gegeben, da hat mein Wissen das Seine überstrahlt. Wenn du aus der Höhle rauskommst, halte dich südlich. Du wirst auf ein paar Ruinen stoßen. Benutze den Teleport. Er ist direkt mit den unterirdischen Irrgärten verbunden. Aber vergiss eines nicht. Wenn du erst einmal dort bist, gibt es kein Zurück. Der einzige Ausgang befindet sich am anderen Ende des Labyrinths, direkt unter dem Turm. Na dann nichts wie los. Moment noch. Ich kann dich nicht mit leeren Händen ziehen lassen. Mir selbst nützt mein Geld nicht viel heutzutage, aber wir könnten dafür sorgen, dass du mit mehr als einem Zahnstocher in deinen sicheren Tod ziehst, nicht wahr? Wie wäre es mit einer Axt oder einem Bogen? Ich könnte dir schnell einen Zauber beibringen, wenn du es mehr mit der Magie hast. Ja. Zum Beispiel von einem Bummer, wer würde das schon entgehen lassen? Ich werde mit meinem altbewährten Zahnstocher. Ja. Zauberunterricht von einem berühmten Magier? Wer würde sich das schon entgehen lassen? In diesem Fall gebe ich dir einen bestimmten Stein und die Schriftrolle, die du benötigst, den Zauber zu wirken. Das Rezept nicht zu vergessen. Nun, was soll es sein? Luft, Feuer oder vielleicht Wasser? Warte. Vielleicht hätte ich das, lass mich raten, das erstmal bedenken sollen. Es ist Luft, nicht wahr? Wenn du das sagst. Wie hast du das erraten? Es war einmal meine Aufgabe, solche Dinge zu wissen. Also, der Phönixzauber. Danke. Ich wünsche dir wirklich Glück. Später im Turm und bis du dein Ziel erreicht hast. Danke, Datan. Und grüß mir den Käpt'n. Ui. Das ist viel Zeug. Das ist echt viel Zeug, das werde ich mir später noch ansehen. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wie er hier steht. Die alle dieselbe Pose machen. Hier müssen wir hin, oder? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh, da. Und noch ein Profischloss. Okay, da okay. Oh je, da haben wir noch eine leichte Elfenrüstung, ist aber auch jetzt nicht mehr so gut, muss man ja sagen.
Song des Läufers auch nicht wirklich. Schwer Inventar voll. Ja, was geht denn hier los? Ah. Die, wo habe ich den gefunden? Ach, der mächtige Zwergendolch, den können wir jetzt benutzen. Ah, das ist natürlich schon sehr geil. Schlossknacken haben wir jetzt voll mittlerweile. Mentaler Angriff verteilt 30% des physischen Schaden als spirituellen Schaden an alle Gegner in der Nähe mit einer 5%igen Chance zu betäuben. Okay, das hört sich doch ganz nett an. Vielleicht wäre ich jetzt trotzdem ein bisschen Magie. Na, weiß ich noch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Physisch Giftresistenz könnten wir jetzt auch mal wieder ein bisschen geben hier. Okay. Aber ich glaube, ich habe es gar nicht weggetan, stimmt. Kann ich den mit trotzdem mitnehmen? Ah, okay. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann in den Tower of Fangs begeben. Bis dahin. Ja, eine brandneue Folge von Let's Play Two Worlds 2. In dieser Folge, ja, da haben wir uns dann in diese... haben wir den Drachenzahn geborgen und haben erfahren, was er so kann. Nämlich hat er diese Kristall Riesen erschaffen lassen. Also unser Freund Satan hat diese Riesen erschaffen und die sollen uns dafür helfen, Ganduhar abzulenken, damit wir die Chance erhalten, in den Tower of Fangs zu kommen, ohne dass der uns bemerkt. Ja, und ob wir das schaffen werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Two Worlds 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao. Human, how can you be certain? Hope.